Hallo und herzlich willkommen zum Agrarsimulator 2013. So, Spiel starten würde ich mal sagen. Neues Spiel. Und dann nehmen wir, also Toskana und Alpine waren, soweit ich weiß, schon bei der alten Version dabei. Aber deshalb nehmen wir jetzt mal USA, beziehungsweise United States Ost. West könnte man jetzt auch nehmen. Ich glaube, da ist nicht so der Riesenunterschied. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe so gut wie noch gar keine Erfahrung mit dem Spiel. So, jetzt gucken wir erstmal, dass sich die Welt hier vernünftig aufbaut. Ich muss sagen, ich spiele nicht ganz auf maximal, weil das Spiel frisst sehr gut Leistung. Und werde ich aber trotzdem alles in Original hochladen, denke ich. Gut, wir müssen uns jetzt erstmal Equipment kaufen. Hier ist also erstmal unser Starthof. Ich kann euch mal die Map von oben zeigen hier. Da gibt es nämlich mit C, könnt ihr so ein Menü öffnen. Und dann werden wir uns jetzt, denke ich, erstmal ein Feld abstecken. Das hier ist unser Bereich, das grün eingereicht rahmte. Und dann machen wir hier Feld erstellen. Ups. So. Ich mache jetzt erstmal so ein kleines. Einfach um mal auszuprobieren. Jetzt haben wir jede Menge Geld, aber nur diesen kleinen, rostigen, roten Trecker. Damit wir uns damit erstmal gar nicht abgeben müssen, werde ich hier mal direkt mit O die Scheune öffnen. Und dann können wir uns was Schönes aussuchen. Das hat man ab und zu hier, diese Nachladeeffekte. Das stört ab und zu etwas. Aber insgesamt muss ich sagen, dass die Details von dem Spiel mich eigentlich, ja, die gefallen mir sehr. Ich glaube, den hier könnte man ganz gut nehmen. 167 PS, damit kann man bestimmt schon was auf die Beine stellen. Ich glaube, den kaufe ich mal. Aber wir brauchen dann jetzt auch noch einen Flug. Ich habe nämlich ein bisschen vorgeübt. Wenn man dazu sagen möchte. Großer Flug. Da mit 150 bis 210 PS sollten wir da in dem Bereich liegen, wo sich der lohnt. Wir haben übrigens 800.000 am Start, habe ich ganz vergessen. Also schon relativ viel. Jetzt können wir natürlich erstmal gucken, wo haben wir den denn? Ah, da steht der dicke Massey Ferguson. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und wo haben wir denn den Flug? Da muss ich jetzt mal, kann man den hier irgendwo auf der Karte sehen? Ah, da, okay. Die benutze ich ganz gerne für sowas. Einfach mal zum Gucken. Jetzt seht ihr schon, die Steuerung ist was ganz anderes als beim Landwirtschaftssimulator, den ihr ja bei mir gewohnt seid. Also das ganze Konzept ist ein anderes. Ich finde es aber wirklich gut. Nur Multiplayer, ich weiß gar nicht, ob es einen gibt, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr mal zurück im Video. Ich glaube, es gibt keinen. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Man muss hier dann draufdrücken. Und das so verbinden. Wenn ich dafür nicht zu dumm wäre. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Dann haben wir... Wir haben ja schon einen ziemlich großen Flug hier gekauft. So, hey Guden, sagt der Zocker. Toll. Schön, dass dieses Spiel über Steam ist. Jetzt kann ich nämlich vollgeschrieben werden. Toll. Dann heben wir den mal an und gucken mal, dass wir zu unserem Feld kommen. Auf maximal, würde ich sagen. Ups. Ich bin das irgendwie so gewöhnt, mit C immer die Sicht umzustellen. Aber hier erstmal mit unserem dicken Gerät. Gucken wir erstmal, dass wir dieses Feld bearbeitet kriegen. Vielleicht störe ich dich gerade in der Aufnahme. Deswegen schon mal sorry. Als hätte ich Ihnen gerade nochmal heimlich Bescheid gesagt, dass ich aufnehme. Nein, war jetzt alles mehr oder weniger unverhofft. Aber das kann jetzt häufiger passieren, wenn da schon in Steam, ich weiß nicht, kann man da irgendwo Nachrichten ausmachen. Sehe ich mir später mal an. Nach links müssen wir den machen, ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir auch die Hydraulik mal runter. Und dann heißes Knallgas. Ups. Also man sieht jetzt schon die Animation, das ist was ganz anderes als beim Landwirtschaftssimulator. Ich vergleiche das Spiel ganz gerne mit dem Landwirtschaftssimulator. Ist natürlich auch ein ähnliches Metier. Und gleichzeitig, ja, seid ihr den Landwirtschaftssimulator ja von mir schon gewohnt und kennt den wahrscheinlich auch ganz gut. Jetzt aber einfach mal was anderes. Die Animation finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Ist jetzt bestimmt nicht irgendwie, wir können ja mal eben, ich bleib mal stehen,
aussteigen, dann zeige ich euch das mal. Also hier ist schon richtig, das geht in den Boden rein. Das ist nicht einfach nur bei wie beim Landwirtschaftssimulator, eine andere Textur, sondern wirklich in den Boden rein, ein dynamischer Boden also. Und das ist ziemlich cool gemacht. Ich weiß gar nicht, kann man hier irgendwie den Helfer einstellen? Traktor zuweisen für Aktion. Schaltfläche zuweisen. Keine Ahnung, wie geht das denn? Was mache ich denn da gerade? Vielleicht jetzt zum Pflügen zuweisen. Au! Ja, ich glaube, ich habe es gelöst. Das Rätsel. Ja. Er pflügt. Wunderbar. Wir laufen jetzt mal ein Stück hinterher. Ich möchte euch nämlich auch mal wirklich genau die Animation zeigen. Das ist ganz interessant. Okay, wenn man jetzt so hinsieht, sieht es wieder ein bisschen komisch aus. Aber ich weiß gar nicht, stoppt er jetzt am Feldrand hier? Ich hoffe es. Da sitzt jetzt auch leider keiner drin. Finde ich ein bisschen eigenartig. Obwohl ich glaube, das ist sozusagen der Helfermodus hier. Wenn ich das richtig kenne. Aber man muss auch sagen, ich habe ganz wenig Erfahrung mit dem Spiel. Vielleicht solltest du irgendwann mal anhalten, Trecker. Hey! 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 Hilfe! Der macht hier, was er will. Ja. Jetzt haben wir das Malheur. Man merkt, ich bin ein absoluter Amateur in diesem Spiel. Und ich glaube, das wird noch, eine Weile so weitergehen. Weil ich das Spiel halt nicht... Ah, gut. Ich sitze drin. Damit wäre jetzt wieder der Boss. Benötigte Unterfunktion ist an. Okay. Dann würde ich sagen, heben wir das ganze Ding mal wieder Richtung Himmel. Strafe, arbeiten auf fremdem Land. Toll. Ja, wunderbar. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Ich bin überfordert. Hä? Was ist denn das? Ja klar, die ziehen uns hier die Tausende ab wie sonst was. Jungs. Was tut ihr denn? Ich glaube, das ist meine Schuld. Ich werde jetzt einfach nochmal ein neues Spiel starten, aber dann ein bisschen zügiger. Machen wir dieses Mal West. Dann geht das Spielfortschritt vom letzten Mal verloren. Ist jetzt egal. Das ist, glaube ich, meine Schuld irgendwie. Ich muss das nochmal austüfteln, wie das mit dem Helfer geht. Und dann zeige ich euch das bald. Dann werden wir jetzt erstmal hier die Westfarben im ähnlichen Stil gehalten. C ist natürlich wieder die Karte. Und dann werde ich mal gucken, wo ich hier mir ein schönes Feld hinbauen darf. Ja. Hier. Gut, also in diesen grünen umrahmten Bereich. Natürlich kann man ja auch noch außen kaufen. Das kostet dann aber Geld und davon haben wir im Moment noch nicht so viel. Feld erstellen. Von da. Ja, nach da. Würde ich sagen. Nach da. Ist etwas sperrig ab und zu. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal ein großes, großes Feld. Eintreten. Okay, das wieder. Traktor möchte ich gerne machen und ich möchte gerne mal was anderes kaufen als diesen. Einfach um jetzt was anderes zu machen, nehmen wir den. Welchen nehmen wir denn? No Brand. Schade, gibt es gar nicht bei Trecker. Hä, wir haben doch hier irgendwo, ich hab die doch schon gesehen, wo spuken die denn rum? Sind die alphabetisch sortiert? Ah, Fendt, naja, nicht ganz. Das wäre vielleicht noch ganz gut, wenn man die alphabetisch sortiert hätte. 115 PS ist ein bisschen wenig, 135 auch noch. 155, da fängt so langsam an. 714, das sieht doch schon mal richtig ordentlich aus. Der ist aber auch ein bisschen teuer. Ja, Fendt ist halt... Weiß ja nicht, eine Klasse drüber. Über den, was wir sonst so haben. 933, der hat schon 330 PS, das ist schon richtig viel.
Ich würde sagen, den können wir uns nicht leisten. Waltra, was denn das? Ah. Sieht auf jeden Fall nicht so teuer aus. Dann kann man da vielleicht mal einen von gönnen. Sich. Wie viel PS nimmt man denn da? Tun die sich hier was? Ich glaube, ich nehme den größeren. Nee. Das nehme ich nicht. Ich nehme den kleineren, weil der ist günstiger. Gut, den großen Flug, dann nehmen wir, glaube ich, jetzt mal einen kleineren. Einfach weil ich, glaube ich, damit besser klarkomme. Und, flügen. Und dann. Ich muss immer noch ein bisschen, weiß ich nicht, mich mit der Steuerung zurechtfinden. Das ist alles halt was ganz anderes, als ich gewohnt bin. Nutzung, flügen. Hey, ich will doch flügen. Ach, Waltra habe ich immer noch ausgewählt. 1,6 Meter und mit 120 PS kommen wir da auch aus. Das heißt, den können wir uns ganz gut gönnen, ohne da irgendwie Engpässe zu bekommen. Hier steht der gute Flug und dann werden wir den jetzt mal ankuppeln. Übrigens, dieses Projekt, ich kenne mich mit dem Spiel nicht so gut aus. Wenn ihr euch damit auskennt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, irgendwelche Tipps, irgendwas, was ich ausprobieren soll, irgendwas, was ich machen soll. Und ich mache es dann für euch. Oh, das ist cool, dass die Hühner wegrennen. An solche Details ist dann wieder gedacht worden. Das finde ich immer ganz cool. So. Dann erstmal hier. Und dann, genau. So. Dann hocken wir uns da mal wieder rein. Und geben Knallgas. Ich weiß gar nicht genau. Wir haben schon Feld gemacht. Wenn ich mich nicht täusche. Und ich müsste dann hier. Hier ist eine Stange. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Nur bis wohin geht die? Also bis wohin. Wo ist die nächste Stange? Hier seht ihr auch im Boden eigentlich. Ja, ja da. Jetzt seht ihr die Spuren. Da hinten ist eine Stange. Dann fahren wir halt so. Ist ja auch nicht das Schlimmste. Auf jeden Fall heute, wenn dieses Video noch an einem Samstag erscheint, ich weiß nicht genau, wie das mit Rendern und Hochladen aussieht, wie lange ich brauche. Heute kommt kein Eurotruck mehr, wenn ihr darauf wartet. Das wäre heute leider etwas viel alles geworden. Oh, drehen hätte ich vielleicht vorm runtermachen machen sollen, aber komm, wir sind ja noch keine Profis, das kommt ja noch. Und wenn man jetzt zuweisen für diese Aktion. Okay, jetzt zeichnen wir sozusagen auf, was wir da gerade tun, würde ich sagen. Kann man hier Tempomat 2 fahren? Ich glaube schon. Ja, das sieht mir so aus, als würde das gehen. Das ist doch ganz gut. Dann kann ich nämlich den Helfer jetzt einmal vormachen, wie es denn gemacht wird. Und dann können wir selber weitermachen. Aber an sich finde ich dieses ganze dynamische Bodenzeug und so, das ist um Längen besser als beim anderen Simulator, beziehungsweise beim Landwirtschaftssimulator. Das fehlt mir da echt. Wobei der Landwirtschaftssimulator dafür wirklich deutlich stabiler läuft, muss ich jetzt einfach mal sagen. Hier kommt man nicht so weit, wenn man keinen starken Rechner hat und auf einem etwas höheren Niveau, sage ich mal, spielen möchte. Auf einem höheren grafischen Niveau. Primäre-Taste drücken zum Abbrechen. Zugewiesen Schaltfläche. Ihr müsst mir das jetzt verzeihen, dass ich mich mit diesen Helfern noch nicht auskenne. Das machen wir dann bald. Aha. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Man fährt ja in diese Rille rein. Und dann sollte man jetzt eigentlich noch den Flug drehen, denke ich. Ach, macht er das jetzt von allein oder wie? Und dann, ja, Gas, würde ich mal sagen. Oh, okay. Nicht ganz so einfach. Also, es ist wirklich viel mehr Tüftelei, wie was denn genau geht. Nee, nee, so kriegen wir das nicht gebacken. Da stelle ich mich echt eine Nummer zu dumm an.
So. Jetzt probieren wir das nochmal aus. Nochmal hier absenken. Irgendwie kriege ich das mit dem Helfer noch nicht so ganz hin. Da weiß ich aber schon, wen ich frag, wie das denn funktioniert. Und dann wäre das bald auch. So. Jetzt haben wir da halt mal ein Stück ausgesetzt. Das wird schon alles wieder... Hey! Was mache ich denn hier? Irgendwie komme ich damit null klar. Kann das sein? Ich muss wahrscheinlich hier richtig in die Kerfte rein. Und dann... runter. Richtig schön weit runter. Ah, das sieht besser aus. Aber ob wir das dann wirklich hier mal hinkriegen, seht ihr im nächsten Part. Tschüss.